Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Auf der Jagd mit Karl. Let's Play Wörnte 2016. Heute im winterlichen Hemmeldal. Muss auch mal sein, ich versuche ein bisschen Abwechslung in Revieren reinzubringen, damit es nicht immer das gleiche ist. Ja, hier gibt es so einiges, ne? Von Rentier, Elch, Rotfuchs, Reh und Braunbären. Oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Ganz, ganz schlimm. Und jedenfalls auch soll es später eine neue Federviehart hier auch geben. Das Sumpfhuhn oder so ein Scheiß. Kann man auch Moorhuhn nennen. Das wird bestimmt genauso Tontauben schießen wie dieses Alpenschneehuhn. Hoffen wir mal lieber nicht, aber ich schätze mal, darauf wird es hinauslaufen. Aber das soll uns nicht stören. Ich glaube, das ist noch nicht eingeflossen, ist aber schon im Skilltree alles enthalten. Und ja, gucken wir mal zur Bewaffnung. Wir haben mal aus der ganz alten Kiste die 308er Anschütz rausgekramt. Mann, habe ich damit schon lange nicht mehr geschossen. Das ist großkalibrig, damit ich ja alles mögliche jagen kann hier. Braunbär, Rentier, Elch, alles sowas halt. So, und für die kleineren Tierchen habe ich die 223er mitgenommen. Ja, einfach effektive Waffe auf zweite Distanz, sehr, sehr leicht zu gebrauchen. Das wird heute mal eine echt leichte Jagd. Ich habe auch dieses 12-fach-Scope mitgenommen, also es sollte keine großen Probleme geben zum Jagdaufbau. Hier seht ihr das Revier mit meinem markierten Pfad. Also ich habe jetzt geplant, hier mache ich so eine kleine Rundtour durchs Gebirge und laufe dann wieder zurück ins Tal. Vielleicht findet man hier was Interessantes. Und wie ihr gesehen habt, der Brot ist auch dabei mit der wunderschönen Wintertarnung. Ja, Sommer und Winter habe ich mir schon gegönnt. Mal gucken, der Rest wird auch noch dazu kommen, auf jeden Fall. Damit du nicht immer wieder hier alles aufschreckst. Ich kann es ja nicht sein. Ja, ich natürlich auch vollkommen in der Wintertarnkleidung eingegraben. Oh. Und da habe ich schon was gesehen. Bleibt. Unfassbar, das ging ja echt schnell. Da steht ein Rentier. Kann da aber nicht das einzige sein, oder? Nein, natürlich nicht. Da sind sie alle. Weibliche Tiere natürlich haben ja kein großartiges Quellen. Ist noch was? Auch ein weibliches Tier. Geht ja schon gut los, ne? Kaum da, schon bräuchte man eigentlich schon einen Bogen. Nein, nein, auch Mann. Drecksviecher. Oh, guck mal, das steht schon so schön. Das muss ich einfach schießen. Oh, soll ich noch einen Schuss nachsetzen? Nee. Nee, brauchen wir nicht. Wäre schwachsinnig. Ich bin überhaupt kein großer Fan hier von Nachschießen bei flüchtenden Tieren. Das geht gar nicht bei mir. Es sei denn, ich habe es gerade angeschossen, dann vielleicht, aber so ein frisches Tier nochmal zu schießen. Erstens, da kann man den Schuss nicht vernünftig setzen und zweitens, muss es auch nicht sein. So haben wir auf jeden Fall schon hier dieses nette Rentierweibchen erlegt. Ging echt schnell. Linke Lunge, rechte Lunge. Also ein glatter Durchschuss ist wahrscheinlich wieder andere Seite ausgetreten. Ja, jetzt bugge ich natürlich über den Körper. Ja, die Jagd hat doch schon richtig gut begonnen. Ja, letzte Woche habe ich nicht aufgenommen. Tut mir echt leid dafür. Ich hatte anderweitig, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Wenn nicht, seid ihr selbst schuld. Dauert ja nicht mehr lange. In 3 Wochen ist Ende, dann werde ich einen dreiwöchigen Urlaub nehmen, wo ich leider nichts hochladen werden kann. Also ich habe euch schon mal jetzt vorinformiert, das werde ich natürlich in anderen Let's Plays auch nochmal kundtun. Ja, auf jeden Fall seid ihr jetzt schon mal vorgewarnt. Da geht es 1 Woche nach Kurs und die anderen 2 Wochen bin ich bei meinen Eltern zu Hause. Da wird leider nicht viel mit aufnehmen. Das tut mir auch schrecklich leid. Aber danach bin ich eigentlich voll und ganz für euch da.
Ja, hundertprozentig sogar. Weil dann geht es ins normale Arbeitsleben. Dann werde ich auch die Wochenende frei haben. Normalerweise, wenn ich so am Wochenende Arbeit schreibe, ist das eher schlecht. Ja, aber was erzähle ich euch da? Das interessiert euch da gar nicht. Ihr wollt sehen, wie ich hier Tiere abknalle, wa? Ja, war mir ja schon klar. Gut, ich denke mal, ich werde jetzt so ein bisschen weiter hier mich umschauen. Und ihr kennt das alte Prozedere ja. Wenn ich wieder was gefunden habe, dann bin ich sofort wieder für euch da. Also, bleibt dran. So Leute, da bin ich wieder. Es ist nicht auszuhalten, ich bin hier gerade lang gekommen und da sehe ich dieses wunderschöne Rentier. Das werden wir natürlich auch gleich und schnappen. Da stehst du hervorragend. Ein bisschen weit hinten getroffen, ist aber egal. Tod ist tot. Und da waren noch mehr. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt die ganze Zeit diese Rentiertruppe vor uns herjagen. Ist zwar ganz nett, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich auch was anderes treffe als Rentiere. Zwischen die Augen. Na gut, aber solange wir irgendwas hier kriegen. War auch gerade nicht geplant, sonst hätte ich viel früher eingeschalten, wenn ich gewusst hätte, dass da was steht. Hätten wir uns fachgemäß angeschlichen, so bin ich halt hingekrochen. Und dachte mir, ach, guck mal, was steht denn da? Schnell Aufnahme angemacht und oh, Waffe gezückt, gespottet. Und ein glatter Schuss. Oh, sogar ein männliches Tier. 222,2. Ah, zwei Stellen mehr, 2,2. Das wäre super gewesen, aber naja. So passt es schon. Ist ein sehr, sehr kleines Tierchen. Hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Es hätte als weibliches Tier durchgehen können. Was will man machen? Was will man machen? Naja. So, Abschuss Nummer 2 war das sogar schon. Alter, also, es fängt sehr, sehr, sehr gut an. Sehr, sehr gut. Gucken wir mal, vielleicht haben wir hier noch irgendwas, was interessant sein könnte. Ich schätze mal, in dem Umkreis hier müsste eigentlich jetzt alles weg sein. Wäre irgendwie schwachsinnig, wenn ich. Denn hegen, glaube ich, die Tiere eher Selbstmordgedanken als alles andere. Obwohl, ist ja kein Selbstmord. Oder ist das Selbstmord, wenn jemand anderes dich umbringt, weil du zu nah an ihn rangekommen bist, weil du das aus ja wolltest? Eine gute Frage, die mich beschäftigen wird, noch eine ganze Weile. Sollte ich irgendwann die Antwort auf die Frage des Lebens erhalten oder herausfinden, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Wenn nicht, dann nicht. Gut, ich laufe jetzt ein Stückchen weiter noch und wenn ich etwas finden sollte, dann hole ich euch gleich wieder ran. Also bleibt dran. Ha, hat sich gereimt. So Leute, da bin ich schon wieder. Es ist unglaublich, jetzt treffe ich schon den nächsten. Das nächste Rentier. Einfach so. Das steht einfach da. Es steht da. Guckt euch das an. So nach männliches Tierchen. Ich glaube, da gehen wir mal ein bisschen näher ran. Sonst ist es hier wieder eine Schießorgie. Und das ist einfach lächerlich. Wisst ihr, es ist einfach doof. Wenn ich einen Jagdsimulator spiele, möchte ich nicht, dass mir alle paar Sekunden oder jede Minute irgend so ein beschissenes Tier über den Weg läuft. Was macht denn das für einen Sinn? Ich will die Spannung der Jagd an der eigenen, böse, am eigenen Leib erfahren möchte. Dass ich will, dass es spannend ist. Du weißt nicht, wo das Tier herkommt. Du musst abschätzen, du musst dich richtig positionieren. Aber das ist jetzt schon wieder Tontaubenschießen. Guck mal, ich könnte ihn jetzt sowas von leicht wegknallen. Okay. Pass mal auf, Brutus, bleib mal da. So, dann können wir jetzt nämlich in Ruhe beobachten, das Tierchen. Beobachten wir doch einfach mal ein bisschen, statt es einfach so über den Haufen zu schießen. Ist ja auch mal was anderes. Ich kann jetzt nicht schon das dritte Rentier innerhalb von, keine Ahnung, was waren das? 10 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Über den Haufen schießen, also das geht ja gar nicht. Wenn jeder Jäger so sein würde, hätten wir gar keine Tiere mehr irgendwo. Und ich muss sagen, die müssen an den Spawnraten ein bisschen was ändern.
Und vor allem auch an den Schreckradien. Dann noch ein bisschen die Sichtdistanz höher schrauben. Das macht es alles noch einen Tick mehr Spaß. So ist es super, ne? Aber wenn hier jetzt so viele Tiere auf einmal kommen, dann finde ich das nicht so berauschend, wisst ihr? Ich gehe auch nicht in den Wald und sehe, oh, guck mal, da ist ein Reh. Oh, ein Rothirsch. Oh, ein Schwarzbär. Oh Gott, da ist ein T-Rex. Ups. Ja, okay, das war vielleicht übertrieben. Aber ihr wisst, worauf das hinausläuft. Also. Oh, ich nähere mich mal ein bisschen langsamer. So schön, guck mal, hier kann man auch sehr schön die Tiere beobachten überhaupt. Finde ich, ist auch ein toller, ja, wie sagt man, eine tolle Abwechslung zu einfach mal draufknallen. Oh, Rehwild. Das hatten wir noch nicht. Ist ein weibliches Tier, also interessiert es mich nicht. Da steht es immer noch. So eine schöne Tiere, aber alle knallen das Vieh einfach sofort ab, wenn sie es sehen. Guck mal, es kommt sogar freiwillig näher. Oh, ich glaube, es sieht mich. Okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal drauf schießen. Jupp, ich hab's noch voll im Bein erwischt, hoffe ich jedenfalls. Und hier war gerade eine blöde Fliege bei mir. So, jetzt haben wir wenigstens mal das Tier ein bisschen beobachtet, bevor wir es abgeknallt haben. Das ist doch schon ein ganz anderer Faktor an Spaß. Also, selbst wenn ich so privat für mich spiele, ne? Ich kann es einfach nicht einfach nur draufballern wie ein Wilder auf alles Mögliche, was sich bewegt. Liegt mir einfach nicht. Das ist langweilig. Dann kann ich gleich in Ego-Shooter spielen, da kriege ich mehr von die Flinte. Schauen wir mal. Erste Spur, Lunge, Herz. Okay. Hätte der zweite gar nichts mehr gebraucht. Hätte man ja auch schon am Fluchtstil sehen müssen, dass das Tier schon recht stark verletzt ist. Dann schauen wir mal. Ah, auch wieder so ein kleiner. Auch wieder so ein kleiner. Oh, der zweite Schuss hat doch nicht gesessen. Schulterblatt, rechte Lunge. Oh, das Schulterblatt hat die Lunge beschützt. So ein bisschen jedenfalls. Auf jeden Fall, der Score wird immer höher. Der dritte Abschuss. Ich fasse es nicht. Der dritte Abschuss. Also, das läuft ja wie Sau. Ich muss nicht mal groß was machen. Ich laufe hier einfach so durch die Welt. Gut, mal schleiche ich es ein bisschen, aber. Ich will auch nur die Spannung der Jagd erleben. Übrigens, wer auf Monsterjagden und Co. steht, der sollte sich Evolve Stage 2 zulegen. Ist ein kostenloses Beta-Game. Na, ihr kennt ja Evolve, das vor langer Zeit in Schlund des Abgrunds gefallen ist und nicht mehr rauskam, weil keine Spieler mehr da waren, weil die DLC-Politik total für den Arsch war. Ich meine, wer zahlt 15 € für einen verkackten Charakter? Für einen verkackten Charakter, der denn noch scheiße ist, weil man ihn nicht spielen kann. Genau. So sieht's aus. Das konnte nicht gut gehen auf lange Sicht. Das war auch der einzige Grund, warum mich das Spiel abgeschreckt hat. Und zwar, weil es verdammt teuer war. Also ich meine, 70 € Vollpreistitel, dennoch 15 pro neuen Charakter, dennoch Skins kosten auch nochmal 5 oder 10 €. Das wurde zu viel. Aber jetzt ist es rausgekommen als Free-to-Play-Game. Ich habe es selbst schon ausprobiert, sowohl als Monster als auch als Jäger. Es macht einen Heidenspaß. Ja, die Spannung der Jagd ist da voll dabei. Das Monster muss sofort gefunden werden, nachdem er abgesprungen ist. Supergeil. Guckt es euch an. Für alle Jagdfans, die auch auf ein bisschen schnelleres und auf hektisches Gameplay stehen, können sich da wie zu Hause fühlen. Gut, so viel dazu. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Jagd. Ich werde mich hier weiter hin und her bewegen. Und wenn ich was gefunden habe, bin ich sofort wieder für euch da. Also dranbleiben. Oh, ich habe was gefunden. Nee, nee, nee. Nee, ich weiß es nicht. Ja, guck mal, was steht denn da? Oh, ein Braunbär. Wo kommt der denn her? Seht ihr, was meine ich mit Tontaubenschießen? Ein weibliches Tier. Da wir nicht so oft Braunbären kriegen und die auch ziemlich schnell bei der Sache sind, werde ich das Tier sofort rausnehmen. Der
zwar gesessen, aber ich glaube nicht, dass der ja zu Boden geht. Deutliche Schweißspur war auf jeden Fall sichtbar. Ah, jetzt können wir den Bären hinterherrennen. Wir rennen den Bären hinterher. Gummibären, die hüpfen hier und dort und überall. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ich hoffe, das fällt der Gamer nicht unter. nicht auf die Gamer zurück, das wäre jetzt echt nämlich scheiße. Ja, ich glaube, da habe ich dann geschossen. So, Brutus, du kriegst was zu tun. Bärchi dürfst du verfolgen. Erste Bärenspur, kann das sein, Brutus? Lungenherz, da volle Kanüle, Alter. Gut, das war falsch. Hier, Blutspur folgen. Ja, die Spur musst du nicht mehr anknabbern. Ich weiß genau, dass hier die nächste ist. Brutus, falsche Richtung. Ach Gott. Na, jetzt sind wir mal wieder Köter Nummer 1 hier. Dafür, dass es ein Lungenherztreffer ist, rennt er noch ganz schön weit. Ah, ne, da liegt er. Komm, Brutus, darfst vorrennen. Tun wir mal so, als hättest du das Tier gefunden. Gut gemacht, Brutus, du hast es gefunden. Ja, da liegt er. Oh, schnell mal noch einen Braunbären abgestaubt. Kann man machen, muss man nicht. Und da liegt er, der Gute. Gucken wir mal, was wir getroffen haben. Linke Lunge, sehr schön. 207 Kilo, 20er Score. Ja, es geht. Von dem haben wir mal Turbo. Trophy Shot, hör mal auf mit dem scheiß Gebell. Ich meine ja nur. Komm her. Ey, wieso kann ich dich nicht wegziehen hier? Jetzt kann ich, jetzt kann ich. Wenn du jetzt noch ein bisschen nach oben gucken würdest. Ja, so können wir es lassen. Passt schon. Passt schon. Ey, die Tarnung jetzt so ist mir immer so, wo man es mal genau sieht, sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem das Geweih ist mir gar nicht aufgefallen. Cool. Passt sehr schön zum winterlichen Flair, muss ich schon sagen. So, das wäre Abschuss Nummer 4. Sind wir schon bei 4? Das ist ja unglaublich. Der vierte Abschuss und ich habe noch nicht mal eine Folge voll. Nicht meine Folge! Also, ups. Oh ja, du brauchst ein bisschen Erfahrung bis nächste Stufe. Aber ey, unglaublich. Wie krass, dabei laufe ich hier einfach nur nochmal rum. Haben das Spiel einfacher gemacht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch echt nicht, bitte. Da muss ich mir nochmal ein paar Patch Notes durchlesen. Na, egal. Ich weiß gar nicht, warte mal kurz. Ich kann es nicht fassen. Wir sind immer noch bei 18 oder 19 Minuten. Das heißt, ein Tier kriegen wir noch. Das heißt, wir haben in der ersten Folge dann 5 Tiere erlegt. 5 Tiere! Einfach so. Und wenn wir richtig gut sind, haben wir noch ein 6er. Ey, 6 Tiere in einer Folge, das ist einfach übertrieben. Das ist ja Arcade-Modus. Ich will keinen Arcade-Modus. Ich will ein spannendes Jagdspiel haben. Oh Gott, vielleicht hätte ich doch lieber den stinknormalen kabelverstärkten Bogen mitnehmen sollen. Der wäre wahrscheinlich noch fordernd gewesen. Aber so, puh. Naja, werden wir ja sehen. Ich begebe mich jetzt auf die Suche nach dem nächsten Tierchen. Und wenn ich was gefunden habe, bin ich sofort wieder für euch da. Also, bleibt dran. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe da noch sowas Interessantes gefunden und zwar noch ein Braunbärchen. Ich habe gerade eine Tür gehört. Nicht meine.
Ich kriege jetzt mal hier weiter. Das Braunbärchen ist hier direkt über der Kuppe. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Da müsst ihr vielleicht auf Full-HD stellen, damit ihr das Fiese gesehen hättet. Auf jeden Fall ist es direkt hier. Ich höre schon mal meinen Spotting-Scope raus, aber gut, so weit weg war es jetzt auch nicht. Läuft hier gerade den Hang hier unter, also diesen Hang da? Nee, ja, wie sehen wir, scheiße gewesen. Da ist er sogar schon. Guck mal, wie er uns anguckt. Guckt euch das doch mal an! Melly ist hier sogar. Brutus, bleib. Wir werden uns jetzt hier auf die Lauer legen. Und mal beobachten, was der Kerl so macht. Noch steht der Busch rum und guckt dumm rum. Sieht aber voll muffig aus, der Kleine. Warte, der kommt tatsächlich direkt auf uns zu, ne? Oh, da war ein blöder Elch. Gucken wir mal, wo der ist. Elch, ein Rentier. Der ist nicht mal weit weg. Aber erstmal kommt Bärchi. Bärchi ist mir wichtiger als blödes Rentier. Rentier können wir später noch erlegen. Jetzt werden wir schon traben. Also ich kann mich hier nicht Ewigkeiten auf die Lauer legen und das Tier in Ruhe beobachten, wie es eigentlich vorhatte. So, mein Freund, Hallöchen! Voll ins Gesicht, Alter! Mann, das muss wehgetan haben, aber wie? So, man könnte vielleicht jetzt noch was ausprobieren. Ich habe ja natürlich noch einen anderen Chor dabei. Gucken wir mal. Oh, Level 4. Ja, ich habe es privates Gewehr früher sehr oft gespielt. Einfach weil es eines der ersten Gewehre war von mir, die ein ordentliches Kaliber hatten und das auch nicht zu teuer war. Und wir haben noch einen Braunbären erlegt. Ich fasse es nicht. Noch einen bepissten Braunbären. Au, direkt in das Auge. Ich dachte eigentlich zwischen die Augen. Ich hatte eigentlich ganz genau gezielt. Schädel, Gehirn, hervorragend. 21er Score. Machen wir einen Trophy Shot mal. Da kann man sich mal einen Trophy Shot gönnen. Das wäre ein schönes Tier. So, Brutus, du gehörst aber auch nicht hin, ne? Du musst mal. Ja, dann gucken wir mal, ob wir dich ein bisschen hochkriegen. Ja, ein bisschen Überbiss, wa? Na, das sieht doch hervorragend aus. So, gucken wir mal, wenn wir richtig Schwein haben, kommt jetzt dieses das männliche Rentier auch noch, aber sieht schlecht aus. Schaut schlecht aus, das männliche Rentier hat keinen Bock. Ja, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Hey, wir müssen zufälligerweise sogar in die Richtung. Na egal, auf jeden Fall haben wir jetzt die Folgenlänge schon erreicht, haben 5 Tiere abgeschossen. Ja, einfach mal so, ich hatte ja nichts weiter zu tun. An der Stelle beende ich jetzt die Folge mal ordnungsgemäß. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das, die nächste Folge, die auch hier auf Hemmel da erscheinen wird, stattfinden wird, wieder dabei. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Hunter. Auf der Quikal. 2016, scheiße, alles durcheinander gebracht. Egal, haut rein.